Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 13.02. Ja, und heute haben wir die spannende Sache, dass der Mars in den Wassermann wechselt. Ja, Zeichenwechselenergie haben wir heute. Also es wird eine gewisse Zeit brauchen, ehe er sich eingeschwungen hat sozusagen in die Wassermann-Energie und da sich so richtig wohlfühlt drinnen, ne, zurechtkommt. Also so, ja, vielleicht 2, 3 Tage, ne, bis Mars dort im Wassermann richtig in den Vorwärtsgang kommt und die Energie stärker spürbar wird. Ja, die Energie, die spürbar werden könnte, ist eben, dass wir in neuen Dingen, neuen Angelegenheiten, vielleicht eben auch Ideen, Visionen, wie wir es gestern hatten, vorangehen, in die Tat kommen. Ja. Vielleicht ist es auch etwas sehr Spezielles, ne, mit dem Wassermann ist auch immer so ein bisschen was Spezielles, sehr Individuelles verbunden. Eigenartiges Potenzial. Ja, vielleicht ist es einfach auch bewusst geworden am gestrigen Tag. Ne? Da hatten wir die 7 Kelche mit dabei, wo ausgewählt werden durfte, in welche Richtung es nun weitergeht oder ob es mit bestimmten Dingen und wie es damit vorangehen kann. Ja, schauen wir, was sich heute zeigt noch an Energie. Ja, hier haben wir das Kreuz. Ja, die Reihe an Portaltagen ist zum Beispiel zu Ende gekommen. Ja, da kam ein Kapitel natürlich zu Ende, ein bestimmtes Entwicklungskapitel vielleicht auch, sehr zusammenhängend mit dem Mars im Wasser. Schwierig, ne? Mars im Wassermann, dass es hier endlich ja in neuen Angelegenheiten mit neuen Vorhaben vorangeht, ne? Dass hier in eine ganz neue Energie von Tatkraft gestartet wird. Ja, die maskuline Seite in uns allen. Ja, in Richtung Innovation, Fortschritt, ja, auch humanitäres Denken voranschreitet. Hier passiert Schicksalhaftes. Ja. Schicksalhaftes für den Lebensweg. Schauen wir gleich mal weiter ins Tarot hinein. Ja, gestern hatten wir die Hüften mit dabei, ne? Als Stichwort hier im Transformationscode-Orakel mit dem Kreuz ist tatsächlich auch das Kreuz, also der Rücken, vor allen Dingen auch der untere Rückenbereich verbunden. Vielleicht, ne, ist das hier ein wichtiger Hinweis darauf, auch nochmal mehr zu achten. Ja, und wenn du Kreuzschmerzen hast oder einfach auch Probleme in der Region, natürlich such auf alle Fälle auch einen Arzt auf, ne, oder professionelle Hilfe dann in dem Fachbereich. Aber es könnte ja eben gerade auch mit den Hüften zusammenhängen und ja, dass in gewisser Weise eine Überbeanspruchung stattfindet, eine große Belastung eben auch in manchen Lebensbereichen. Also dass dieser Punkt, ne, des Kreuzes, des Steißbeines, vielleicht einfach auch der Hüften, ne, dieses ganzen Bereiches des Unterleibes eine Menge gerade auszuhalten hat, ne, eine Menge Last zu tragen hat. Ja, vielleicht darfst du dann einfach auch mal schauen, wie du manches anders regeln und lösen kannst. Und ne, kann sein, dass du Aufgaben vielleicht auch ja, verteilen, abgeben solltest oder ja,
besser auch auf Bewegung natürlich achten solltest, vielleicht auch auf Ernährung. Ne? Und ja, gerade so dieser untere Rückenbereich, der steht auch sehr für, wenn Belastungen da auftreten, dass gerade Belastungen im finanziellen, materiellen Bereich auftreten. Ja, vielleicht kannst du dir dahingehend auch Unterstützung holen. Ne? Ansonsten, ne, kommt hier ein Kapitel zu Ende, was auch immer es ist. Wir schauen, zwei der Münzen. Ja, die Wankelmüdigkeit, Unentschlossenheit. Ja, sehr passend zu den 7 Kelchen gestern, wo ja die Auswahlmöglichkeit zur Verfügung stand, die Qual der Wahl. Ne? Hier kommt nun ein Ende hinein. Ja, zwischen zwei Polen zu schwanken. Ne? Das hat vielleicht tatsächlich auch sehr belastet. Ne? Hier haben wir wieder diese 2 Punkte, wie bei den Hüften gestern. Ne? Ja, vielleicht hat das wirklich auch mit körperlichen Belastungen zu tun, beziehungsweise sind die Belastungen, die der Körper oder die Schmerzen, die der Körper signalisiert, ja, ein Hinweis, ne? Ein kleines, aber feines, sehr eindringliches Zeichen dahingehend, dass es vielleicht auch so mancher Veränderung bedarf. Vielleicht, ne, tatsächlich im Gesundheitlichen, ja, in der Zeiteinteilung. Ne, vielleicht schon hast du viel zu jonglieren mit verschiedensten Aufgaben oder Beruf und Familie. Oder hast du jonglieren mit den Finanzen tatsächlich. Ja, hier kommt das Thema wieder. Na, oder zwischen zwei Menschen, kannst dich zwischen zwei Menschen nicht so richtig entscheiden oder konntest das bisher nicht. Ja, das ist es wichtig, das zu beenden. Es ist sehr belastend, aber ist heute auch die Energie dafür gegeben, ja, da eine Ordnung, ein neues Kapitel reinzubringen, ne? Weil es einfach dreht und dreht und dreht und ja, zu viel zu jonglieren ist. Darfst hier mehr in Leichtigkeit kommen, sagt die 2. Münzen. Darf manches vielleicht auch ein bisschen spielerischer angegangen werden. Mit Unterstützung, guter Ausbalancierung und oder eben tatsächlich mit der konkreten Entscheidung für eine Sache, eine Richtung, einen Menschen, eine, ja, Vorgehensweise. Innerer Frieden. Ja, dieses natürlich ist es schon noch ja gut, in so manchen Situationen gut flexibel zu sein, ja, beweglich. Aber wenn daraus ständig so ein Jonglieren und Balancieren und Kippeln wird, ne, dann ist das natürlich vor allem auch körperlich dann nicht, aber auch in manch anderer Hinsicht nicht, vielleicht im Zwischenmenschlichen auch nicht, ne? Ja, wohltuend, nicht wohltuend, ne? Von daher, schau hier einfach auch auf deine Balance, ne, dass du sie gut stärkst, deinen inneren Frieden. Um Antworten zu erhalten, musst du in dich gehen. Doch weißt du überhaupt, wie du dorthin gelangst, nach innen? Dieses Symbol verstärkt den Zugang zu deiner Mitte, zu deinem Herzraum, wo immerwährender Frieden herrscht und alles eins ist. Das Zeichen ist sehr stark, wende es bewusst an. Setzt du es in einer Meditation ein, wird es dir Antworten liefern. Manchmal sind das vielleicht nicht die, die du hören möchtest, und dennoch sind sie genau die richtigen Hinweise für dein geistiges Voranschreiten.
Das Zeichen kann nur visuell auf das Chakra aufgetragen werden, das Zugang benötigt zu deinen inneren Wegen. Ja, also nur visualisieren, nur vorstellen, auf dem entsprechenden Bereich, auf dem entsprechenden Chakra. Ja. Ja. Und das könnte hier ja vielleicht auch sehr das Wurzelchakra sein, zum einen. Ja, wir haben hier sehr viel Brauntöne, ne, und ja, die Münzen sind natürlich Erdenergie, ne. Geht es um Vertrauen ins eigene Leben, ins eigene Gehen, entwickeln, auch in das Vertrauen ineinander, ja. Vielleicht ist hier auch im Miteinander oder eben in dir selbst, ne, auch zwischen männlich und weiblich vielleicht. Oder ja, innen und außen, je nachdem, keine Balance vorhanden. Ne? Die kannst du wiederherstellen, indem du ja bewusst auch den Weg nach innen gehst. Ne? Eben vielleicht durch Meditation oder einfach ruhige Momente, Gang in die Natur, ja, barfuß laufen, vielleicht auch tanzen, ja, Bewegung. Dass du dich innerlich wieder stärkst und ja, einfach auch hineinspürst, an welcher Stelle ist es jetzt unausbalanciert, ne? Welches Chakra, ne? Wahrscheinlich hier das Wurzelchakra, würde ich sagen. Also vom Körper gesehen, das ist das unterste Chakra. Ne, das können wir uns vorstellen. Es ist eben gerade so im Unterleib. Ne? Ja, so ein bisschen über dem Schambereich, ne? Das uns anbindet, stärkt, stabilisiert, verwurzelt auf unserem ja, Weg. Ja, hier scheint manches vielleicht auch ein bisschen außer Kontrolle geraten zu sein, aber ja, es findet durchaus auch wieder in Balance und kannst du selber hier etwas dazu beitragen. Vielleicht noch als Beispiel, ne, gerade wenn es hier, wenn du hier auch schwankst zwischen zwei verschiedenen Optionen, zwei verschiedenen Menschen, zwei verschiedenen Arbeitsplätzen, ja, zum Beispiel, ja, oder Entwicklungsmöglichkeiten, persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, ist hier vielleicht gerade das Visualisieren auf dem Herzchakra oder dem Solarplexuschakra auch nochmal sehr unterstützend. Ne? Da in die Mitte zu finden, sozusagen, ne? In Balance, ne? Sich einzumitten, ganz aufs Herz zu hören. Sich ne, nicht da hin und her schleudern lassen. Das könnte ja unterstützend sein. Und so manches Belastende vielleicht einfach auch zu Ende bringen, besser zu Ende bringen. Ja, ich wünsche dir gute Erfahrung damit, gute Stärkung, gute Balance, inneren Frieden und ja, auch ruhige, stärkende Momente. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.